Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8. Heute schauen wir uns mal eine Hexenfarm an, bei Kunga. Und eine, die hoffentlich mal funktioniert, die von Chef hat ja nicht so geballert. Der hat auch ein bisschen was Großes außenrum gebaut. Seht jetzt alles im Video und wenn es euch interessiert, schaut mal rein. Falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann alle weiteren Folgen der Abo-Box hilft immer extremst. Vielen Dank. Auch wenn ihr das Like für den lieben YouTube-Algorithmus denkt, hilft auch mal extremst. Die Videos werden vorgeschlagen, super lieb. Vielen, vielen Dank an euch jetzt gerüstet mit der Folge und viel Spaß. Moin Leute, heute schauen wir uns die Hexenfarm von Kunga mal an. Wir hatten ja schon ein paar andere und Beispiele und JB gesehen. Genau. Chefs hat nicht so ganz gut funktioniert. In der Hoffnung, dir ein bisschen mehr Pfiff. Und ich bin gespannt, wir gucken mal rein. Ich habe selbst so einem auch noch überlegt, vielleicht irgendwie sowas richtig. Ich wollte sowieso alle Farmen immer bauen, so in Craft Attack. Aber ich weiß nicht, wie halt hier jetzt die Season der Bedarf für alles ist. Also Optionen habe ich immer offen gehalten, mal gucken. Und jetzt schauen wir mal kurz bei Kunga rein. Also die Farm hier, bevor jetzt alle Lorbeeren auf mich gehen, da auch der Rotpilz hat sehr viel geholfen und die meiste Arbeit hat tatsächlich JB gehabt. Okay. Ich dachte bestimmt hier dieser neue Weg, ne? Genau, diesen, also er kann es entweder laufen oder fliegen mit der Rakete, wie du Bock hast. Nö, ich lauf einfach mal, dass der Souls-Soil drunter bei den Slabs. Genau, genau. Ja, also wir haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Chef das auch so gemacht hat, Chef Strobel, aber wir haben ja alles ungefähr 128 mal 128 Blöcke alles weggesprengt. Ja, also ihr habt ebenfalls einen Perimeter gemacht. Hat er auch gemacht, Chef? Echt, Chef auch? Nee. Nee, ich frag dich gerade. Nee, hat er nicht, hat er nicht natürlich. Okay, nee, dann läuft die auch, glaube ich, echt gar nicht gut. Weil dann ist einfach zu viel in der Umgebung und ja, alle aber wenn der AFK-Spot oben ist, dann müsste es ja trotzdem gehen. Ist ja total egal, was unten drunter ist. Eigentlich ja, stimmt. Ja, genau, also ja, hier kommst du durch. Ja. Und dann bist du auch schon in unserem AFK-Room. Jo. Da habt ihr euch Mühe gegeben. Ja, da haben wir auch gestern eigentlich ganzen Stream lang dran gesessen. Und es ist aktuell so geregelt, also ja, hier siehst du halt die einzelnen Items, ne, die aus der Witch Farm rauskommen. Kommen die auch hier rein? Ja, die werden auch direkt einsortiert. Hier, du hast ja hier in der Mitte, hast du den Wasserstrom. Genau, der von unten einmal nach ganz oben geht, bis zum Dach und oben dann auf dem Dach wird dann alles sortiert. Wir leiten die Sticks direkt nach links um, hier in die Blast Furnaces. Mhm. Also Bedarf hat man, denke ich, nicht hier was zu brennen, aber man weiß ja nie, ne, ob man mal spontan was brennen muss. Ja. Und ansonsten werden die Items hier alle einsortiert. Ich glaube, wenn du hier aus dem Fenster guckst, siehst du hier dann so ein bisschen das Sortiersystem, ne? Ja, so ein ganz kleines bisschen von der Seite, genau. Genau, und halt, aber ganz klassisch. Oh, ihr habt so gut hier, ihr habt so gut. Ihr habt das Ding nur von der Meereshöhe runterspringen müssen und nicht von Extreme Hills. Ach so, ja, genau, weil wir halt ein Sumpfbiom haben und die ja glücklicherweise normal sind. Genau, die sind auf Meereslevel, aber ich habe mir das Problem ist, Sumpf wollte ich nicht nehmen, weil da hätte ich auch wieder Wasser entfernen müssen, da wusste ich jetzt nicht, wie nervig das ist und es war, nachdem wir den Golem trockengelegt, dann habe ich einen Anfall bekommen und habe ich mir eine Wüste extra gesucht, wo möglichst wenig Wasser ist, weil damit diese Pyramiden entstehen. Und das Problem ist aber, die durchschnittliche Höhe von den Bergen ist halt nicht bei 64, also zwar also Meereslevel da unten, sondern bei circa dem Doppelten, über 120. Boah. Und ich habe diesen Grate, den ihr gemacht habt, den musste ich zweimal machen oder eigentlich dreimal. Ich habe nämlich nicht bis ganz nach unten gedings gehabt. Boah. Ja, da muss ich auch noch hin. Also der JB, der war heute da bei dir, da in diesem Riesenloch, aber ich habe das noch nicht selber live gesehen. Okay. Ja, genau. Da habe ich Creeper Farm reingepackt. Egal, heute geht's um die Hexenfarm. Genau, dann hast du hier halt den ganzen Output. Das ist jetzt, ich glaube, der heutige Ertrag. Die läuft aber jetzt gerade, wenn wir stehen. Die läuft gerade, genau. Wenn du, ja, guck hier, siehst du gerade, ist gerade ein Stick hier. Dann jetzt noch ein Bottle. Kommt hier gerade hochgeschossen. Ui, da kommt es gerade sogar ganz viel lang geschossen. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Items pro Stunde das sind? Oh, nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das müsste ich nochmal alles aufschreiben und dann mal schauen. Das habe ich bis jetzt nicht gemacht. Weil ansonsten könnte man sich ja mal ganz kurz hier hinstellen, so eine Minütchen, und dann gucken, was ins Inventar rauscht. Aber. Da kommt relativ auch nicht so viel, ne? Ne, also die ist jetzt, also du kannst ja, im Idealfall hast du ja so eine Hexenfarm mit 4 Witch-Hütten, ne? Ja. Aber du musst erstmal 4 Stück finden und dementsprechend groß ist dann auch das Loch, was du wegsprengen musst. Ne? Wir haben gedacht, okay, komm, wir machen das einfach mit einer Hütte. Ja, das aber auch für eine, reichen. Weil seitdem ich jetzt hier stehe, ist kein einziges Item durchgerutscht. Ja. Ja, deswegen, das weiß ich und halt auch nicht. Noch eine Frage. Warum habt ihr den AFK-Raum so weit oben gemacht? Hier, wo die rote Wolle ist,
Und das ist laut Jens der perfekte Spot, um zu AFK'en. Aber ist das nicht egal, wenn man, also die spawnen ja mehr als 25 Blöcke entfernt vom Spieler. Und die spawnen ja nicht krasser, bloß weil man 30, 40 oder 55 Blöcke entfernt steht. Jens meinte, das ist, also der hat, ich glaube, das ist von Il Mango, das Design, und ich glaube, das hat wohl einen Einfluss. Aber auch mit Perimeter oder ohne? Das weiß ich leider nicht ganz genau. Ohne Perimeter kommt mir das logisch vor, aber mit Perimeter, weil wir sind ja auf der 141. Egal, wie gesagt. Ja. Okay, hier kommen jetzt gerade wieder ein paar. Ja. Items, also so siehst du ab und zu kommt mal mehr und dann ist da kurz Pause, aber ja, also klar, übertrieben krank viel wirft jetzt nicht ab, aber dafür, dass man dann hier AFK steht und Redstone bekommt, ist das eigentlich schon ganz cool. Ja, das ist angenehm, kann man ja mal rausfladdern, einfach mal so ein bisschen da rumdüsen. Meinst du nach unten? Ja, ja, oder habt ihr gar keinen? Ja. Doch. Also hier muss man kurz okay, gut. Griefen. Ihr habt gar keine Öffnung. Oh, das Glas runtergefallen. So. Genau. So. Ich geh mal kurz das Glas holen. Ihr habt genau denselben Duper, denselben Quarry, ne? Ja, ich glaub schon. Also du meinst jetzt denselben TNT-Duper wie du? Genau. Ja, der so zwei Stück parallel hergefallen ist, genau. Ja, wir können hier da mal zur Farm fliegen. Wie lange habt ihr für die Quarry gebraucht, hier das durchlaufen zu lassen? Das war immer, also Jens hat das. Wir haben das am Anfang, haben wir den Duper Baby gesittet und dann immer geguckt, wo Lava und Wasser entstanden ist, dann halt immer direkt weggemacht. Ja. Dann hat Druckwitz gemeint, lass den AFK farmen, dann war der, glaube ich, 7-8 Stunden oder so AFK. Mhm. Aber das haben wir dann bereut, weil dann war überall Obsidian und Lava und das war dann genau. Das habe ich aber auch so nervig. Habt ihr sehr, sehr viel Lava unten gehabt? Weil ich glaube, ich habe irgendwie, weiß nicht, 5-6 Stunden nur Lava weggemacht, ne? Boah, wir hatten manche Stellen, da war echt, habe ich gedacht, ich habe noch nie größere Lavaseen gefühlt gefunden. Ja, okay. Also manchmal echt, das waren so große Lavasees oder Seen, da habe ich mir auch gedacht. Da unten spawnen aber noch Mobs, ne? Ja, aber wenn du oben in der Hütte bist, dann spawnen die da nicht. Okay. Das ist nur, weil wir jetzt hier unten sind. Ja, aber dann hätte man auch den Perimeter sich sparen können. Ja, wahrscheinlich schon. Also du hast ja so eine, pass auf, wir haben die Despawn-Range auf 86 Blöcke reduziert, ne? Das heißt, Mobs, die spawnen, wenn sie weiter als 86 Blöcke von dir sind. Wenn du also 85 Blöcke oder so, oder ich sag mal 86 Blöcke über der untersten Spawnfläche der Hexe steht, wo die spawnen können, wäre das vollkommen ausreichend gewesen, hättet ihr das ganze Loch nicht graben müssen, weil das bringt ja jetzt nichts, wenn ihr eh oben steht. Also es ist komplett, gleicht sich komplett aus. Ja, das stimmt, aber wenn man schon so einen Duper laufen hat, will man nicht aufhören, war cool. Kenn ich. Erstens das. Und zweitens, wir, keine Ahnung, ich finde das generell immer nicer, weil man ja theoretisch immer noch das Ziel hat, man sagt dann ja, irgendwann macht man die Wand schön und dann macht man den Bedrock-Boden noch schön und so, weißt du, man nimmt sich dann ja immer so vor, das alles voll schön zu machen. Und da sind Jens nicht dann immer so drauf, dass wir eigentlich gerne immer alles komplett clean machen. Also von oben bis unten alles weg am liebsten. Ja. Deswegen haben wir das noch hier durchgezogen. Ja, lass mich raten, so eine Shifting-Floor-Dings, wo einfach die mit einer Glocke immer den Boden von rechts nach links schiebt, dann fallen die ja unten durch, ne? Jetzt hier die bei der Witch-Farm. Genau. Ja. Das kann ich hier tatsächlich nicht sagen, weil das untere Ding hier habe ich gar nicht gebaut. Das hat der Jens gebaut. Achso, nee, sieht nach Shifting-Floor aus. Also hier ist ja ein Mix zwischen Soul-Sand-Blöcken und die schieben sich glockmäßig mit einer Glocke wahrscheinlich hier vor und zurück immer, ne? Okay. Genau, dann fallen die runter. Schön Kompostor, damit das alles auch schön den Server schont, ne? Minecraft rollen, Kompostor. Ja, bei den Behoppern, da wirst du wahrscheinlich nichts merken. Nee. Gut, also jetzt spawnt hier eh nichts, weil wir unten stehen. Aber genau, dann gehen die hier zur Seite und werden einfach hochtransportiert. Genau. Ganz schön hier einfach Water Elevator. Am einfachsten gewesen. Ja. Ja, und das ist der Laden eigentlich so. Hier kannst du mal aufs Dach fliegen, dann kannst du auch nochmal von oben sehen. Aber auch nichts Spektakuläres. Kennt man ja alles von anderen Farmen und Sortiersystemen. Ja, genau, die Sortiersystem wie immer. Genau. Ich würde mal den Krater gerne messen. Habt ihr die 86 Block Range mit bedacht oder habt ihr direkt größer gemacht? Ja, ich glaube, Jens hatte doch so eine Diskussion mit Early Boy im Discord. Ja, genau. Da ging es ja, glaube ich, da hat er wegen der Witch Farm halt nachgefragt.
Und deswegen hatte ich das alles berücksichtigt. 4000. Ich glaube, wir bauen auch eh immer die Farmen so, dass wir von den Vanilla-Werten ausgehen, für den Fall, dass Early das mal wieder umstellt auf Vanilla. Ja, nee, ist tatsächlich nicht Vanilla, ist 200 mal 200, also genauso wie ich hatte. Okay. Also deswegen bauen wir die Farmen immer so, dass die ja theoretisch auch funktionieren, wenn es rund wieder hochgestellt wird. Ja. Und da sind Phantoms chillig. Ihr habt die Dupe aber auch mehrfach wahrscheinlich drüber fahren lassen, dann, weil immer wieder was übrig geblieben ist. Ne? Ja, ja, genau, genau. Ja. Dann, der steht auch noch, glaube ich, da hinten an der Ecke. Man könnte den, okay, nochmal fahren lassen, wäre nicht so klug. Aber nee, der ist ein bisschen zu hoch, glaube ich, dass der die Ritzen unten nicht klärt. Ne? Ich habe meinen auch nochmal, ich habe allein nur, um diese Restblöcke wegzumachen, die du dort unten siehst, habe ich den nochmal irgendwie 10 Blöcke tiefer gesetzt und nochmal über alles drüber fliegen lassen, damit wirklich nichts mehr übrig ist, weil ich muss halt unten, oder ich stehe halt unten. Ne? Ja, ja. Ja, jetzt müsste man den sowieso noch richtig tief setzen, sonst macht er ja die Witch Farm kaputt. Ah, du musst den auf Höhe 80 setzen. 90 ist der gerade hier und das ist eigentlich so. Der muss auf Höhe 80. Ich hab genau denselben Fehler gemacht. Der muss noch tiefer, weil ja, also die Witch Farm ist ja im Weg sonst. Ach so, ja, 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 klar. Jetzt wo es gebaut ist, klar. Ich meine nur generell. Ja, ansonsten generell, ja. Das stimmt. Da hätte sich, man kann sich immer so viel Arbeit sparen, wenn man es am Anfang gleich richtig macht. Das hat mich auch so geärgert. Ja, gut. Ja, das war das erste Mal jetzt, glaube ich, dass wir mit einer Quarry, sage ich jetzt mal, so eine große Fläche weggebombt haben. Das haben wir noch nie gemacht. So was Großes. Ja, war für mich diese Season auch das erste Mal, aber ich würde sagen, das wird ab sofort ein bisschen mehr Standard. Und vielleicht sollte ich mir für sämtliche Sachen demnächst auch ein Subfium aussuchen, weil das die einzige Möglichkeit ist, ein Amplified. Mit weniger Arbeit, sowas. Also ganz, ich mach lieber das Wasser weg, dass ich nochmal irgendwie von der Höhe 120, 130 runterspringen. Ich hatte ja Berge an der maximalen Bauhöhe, die habe ich komplett weggemacht, ne? Ja, von der Max du musst die aber ganz händisch wegmachen, ne? Ja, genau. Ich hab die Spitze per Hand mit Beacon runtergegraben, bis der oberste Duper drüber fliegen konnte, ohne sich selbst zu zerstören. Das ist aber auf jeden Fall echt ein gutes Learning, was man mitnehmen kann. Amplified-Welt, auf jeden Fall Sumpfbiom, so Farmen bauen. Ja. Ich war noch überlegen, ob das bei mir macht, die Wände mit Sandstein irgendwie hochzuziehen oder so. Aber dann muss ich mal gucken beim Farmen und so. Ist halt, ja, wieder ein bisschen arg grindy. Momentan wünsche ich mir so ein bisschen mehr Interaktion in Craft Attack, weil es halt irgendwie sehr, sehr ausgedünnt ist. So grindy Sachen gehen immer mal irgendwie nebenbei, zwischendrin oder so, aber nicht ausschließlich und nur, habe ich so das Gefühl. Worauf ich richtig Bock hätte, ist den Perimeter, den Boden, also da wo Bedrock ist, diesen Nebelboden zu machen, weißt du? Oh ja, aber oh, das ist, hier hast du mal ausgerechnet, wie viel das ist. Das habe ich auch bei mir. Ich war auch immer überlegen, den Boden voll zu stopfen. Das Problem ist, du brauchst irgendwie 35.000 Blöcke dafür pro Schicht. Und wenn du da so diesen Nebelboden machen willst, brauchst du ja 35.000 Teppiche unten, dann nochmal 35.000 Glas eine Ebene, nochmal 35.000 Glas eine Ebene, nochmal 35.000 Glas eine Ebene, weil das sind ja so 10 Ebenen gewesen oder irgendwie sowas, ne? Ja, deswegen bin ich da auch immer noch so ein bisschen ängstlich, das anzugehen als Projekt, weil. Ja, nee, also da habe ich auch gesagt, never. Das musst du immer so ein Häppchen machen am besten. Ja, genau. Immer mal wieder so ein bisschen, weil das an einem Stück, dann hast du echt gar keinen Bock mehr zu zocken, glaube ich. Ja, nee. Dann, das macht dich fertig. Jo. Ich habe mir auch mit der ganzen Sache übel Zeit gelassen. Ich habe nebenbei ein Pockwarts gebaut und so immer so ein kleines bisschen hier weitergebaut an den Farben. Ja, so ist es auch am besten. Statt immer sich da. Das hatten wir letzte Season mit der Witch Witherskeleton Farm, was uns dann noch im Endeffekt die Motivation zum Zocken komplett geraubt hat. Da wollten wir ja auch so ein Perimeter wie jetzt nur im Nether machen und Nether hat hier noch so eine ekelhafte Decke. Ja. Boah, ey, da. Und wir haben das ja auch nicht mit Duper gemacht, weil da ist ja so viel Lava im Nether. Und die haben ja auch Lavaseen, die sind teilweise bis zu 20 Blöcke tief. Also kommst mit Duper echt nicht weit. Und dann, boah, ey. Mir haben die Leute auch gesagt zum Ancient Debris Farm, ich soll den Duper einfach in den Nether machen. Da ist eine Lavaquelle oben. Ich sag's euch, der Nether ist komplett so wie so ein Schweizer Käse, durchlöchert mit Lavaquellen drin. Ne? Wirklich, also. Das macht gar keinen Sinn. Wirklich nicht. Ja. Das macht echt keinen Sinn. Im Nether, Duper kannst knicken, das ist echt grausam. Dann kannst du lieber. Richtig. Und auch bei dem Tunnelbohrer, ich meine, das ist ja cool, aber es ist halt eher Spielerei. So, weil da kommen die ganze Zeit Lavaquellen, die musst du wegmachen. Ja. Ist nicht die schnellste Methode auch. Ja, das stimmt. In der Overworld, es kann sein, dass es ein bisschen, dass es da Sinn macht, aber Nether ist immer kritisch mit so automatisch was wegmachen. Ja. Da kommst du echt, kommst nicht an der Lava vorbei. Das ist nämlich auch so etwas, das wünsche ich mir noch in Minecraft Vanilla. Schwämme nur für Lava. Richtig, das habe ich auch gesagt.
Schon vor ein paar Tagen im Stream. Schwämme vielleicht. Ja, irgendwie so mit Magma, diese Magma-Bälle oder wie die heißen. Irgendwie, keine Ahnung, damit irgendwie so Schwämme machen, um damit man Lava ordentlich wegmachen kann. Ist ja so ein Segen. Das hätten sie beim Nether-Update noch mit bedenken können, aber. Ja, das stimmt. Jetzt kommt ein glühender Tintenfisch, der nichts kann, außer wilder Hell machen. Ja, das habe ich auch noch nicht ganz gecheckt, was das bringt, Itemframe hell machen. Leuchtet der dann oder was? Ja, der leuchtet dann. So, also was ist der leuchtet? Nee, der leuchtet nicht unbedingt, der ist einfach nur ein bisschen heller. Man kann die Sachen heller da drin sehen. Okay, interessant. Also, hat mich jetzt nicht so umgehauen gehabt. Griefer! Hab mich reingebohrt. So, ja, das war's eigentlich so mit der Farm. Ja, nice. Also, nee, war auch mal cool zu sehen. Ich hätte nur gedacht, dass die mit dem Perimeter ein bisschen mehr pfeift. Also, dass die ein bisschen mehr Action macht. Im Singleplayer wird sie das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was mit den Spawnraten auf diesem Server ist, aber die sind absolut katastrophal. Ich stand auch bei der Creeper-Farm reingeguckt, da sehe ich Creeper spawnen und direkt vor meinen Augen wieder die spawnen, bevor die runterfallen. Ach krass, okay. Das ich krieg Anfälle. Ich bin echt mal gespannt auf deine Creeper-Farm, wie die laufen wird. Da bin also, ich echt gespannt. Zwei Drittel ist jetzt fertig. Stimmt, du machst 9 Türme und du hast 6, ne? Genau. Ja, ich bin gespannt. Ey, ich habe zweimal euren Holzshop leer gekauft und ich brauche wahrscheinlich immer noch mehr. Also, allein nur für Falltüren. Du kannst auch gern so Aufträge geben, ne? Wir können Holz ganz viel produzieren ohne Probleme, ne? Wir haben ja die Holzfarm, wir haben da, glaube ich, jetzt aktuell im System 230.000 Bone Meal. Also das Maximale, was man haben kann. Wir haben noch so eine fette Melonenfarm gebaut, die uns Bone Meal produziert. Und deswegen, wenn du Holz brauchst, sag ruhig Bescheid. Ne? Wir können ohne Probleme viel produzieren. Ja, ich warte mal, was der Vorrat aufgebraucht ist. Ich hatte irgendwie nochmal eine Doppelkiste oder so geholt. Mal gucken. Mhm. Ja. Weil ich dachte auch, ich nehme lieber Spruce-Holz anstatt was anderes. Mal angenommen, ihr füllt es nicht nach. Und dann bin ich da stuck und habe dann eine Hälfte mit Birch-Dingern gemacht, die ich aber niemals per Hand farmen kann. Und dann wäre ich da stuck und ich kann auch keine Creeper-Farm bauen mit verschiedenen Trapdoors. Ja. Oh, das wäre bitter gewesen. Das stimmt. Ich finde aber auch, das Game wird von jedem mal so ein bisschen abgesteppt. Also man baut krassere und größere Sachen als früher. Ja, das muss halt, ne? Also mir bockt das halt richtig, so viel zu automatisieren und alles so zu machen, Farmen bauen. Und das macht mir sogar teilweise manchmal mehr Spaß als Gebäude zu bauen. Gebäude schon. Ich weiß, beim Bauen habe ich das Gefühl, dass manchmal das Interesse auch nicht so da ist. Das hat auch wieder so ein bisschen grindy, I don't know. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Schwung, es müssen mehr Leute wieder da sein. Momentan schade, Rust hat da so ein bisschen reingegreatscht. Ja. Ja, Rust hat jetzt auch gespielt, ne, jetzt die Tage. Letzte Woche auch schon, ne? Ja, ich war mit einem Projekt drin seit Anfang, aber irgendwie ging es auch drunter und drüber und aus unserem Team sind auch schon zwei Leute wieder raus. Also Metashi und G-Time haben schon wieder aufgehört und irgendwie ist das ein bisschen so perspektivlos gerade. Ja, das ist vor allem auch ein Spiel, ne, wo du Team brauchst. Alleine ist useless. Ja, ich habe gesehen, die anderen haben auch ein bisschen Base gebaut, aber irgendwie habe ich mich da nicht so rangewagt. Anscheinend kann man auch viele Sachen machen, aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich so irgendwie nicht so ganz motiviert. Die Sache ist nämlich die, alles was man baut, wird am 4. Februar oder so schon wieder komplett resettet, weil das dann das Force-Server-Update von den Rust-Servern geben wird. Und dann ist alles wieder weg. Ja, Wipe. Richtig. Gibt's einen Force-Wipe und dann ist alles, was du baust, wieder weg. Und das nimmt mir jetzt gleich schon die Motivation zu wissen, dass das sich dann nicht gelohnt hat zu bauen. Ja, das stimmt. Aber so ist halt auch ein bisschen das Konzept von Rust. Ne? Du hast viel, aber du kannst von einem Moment auf den anderen alles verlieren auch und so, weißt du? Das ist halt. Ja, eben. Ich denke, so ist das Konzept halt auch. Ne? Da wird, glaube ich, oft gewiped, die Server. Ja, einmal im Monat, also einmal Force-Wipe oder es gibt auch einen Soft-Wipe, wo der Server, also das machen Public-Server meistens, die werden einmal die Woche so zurückgesetzt, man hat aber noch die Blueprints und beim Force-Wipe verliert man auch die Blueprints, also alles, was man gelernt hat, alle Rezepte, die man Scrap sich gefarmt hat, die sind dann wieder weg, Leute. Ja. Verrückt. Ja. Nee, ist halt komplett Kontrast zu Minecraft, weil da baust du halt für die Ewigkeit auf, aber. Das stimmt, außer Crafting-Server nur ein Jahr, dann ist nächste Staffel. Jo, aber das macht auch Sinn, finde ich. Ja, auf jeden Fall, weil ich finde generell, also so ein Neustart, weil es gibt immer jetzt schon so ein paar Dinge, wo ich weiß, ich will die beim nächsten Mal besser machen.
Und dann weiß ich, ich kann jetzt die ganzen Learnings aus dieser Staffel mitnehmen und dann in der nächsten halt anwenden. Zum Beispiel mein Lagersystem. Gibt so ein paar Sachen, wo ich nicht so zufrieden mit bin. Ich glaube, ich werde auch ein anderes machen, denke ich. Ja, und ich werde die dann in der nächsten Staffel ein bisschen absteppen, dann das Lager. Die nächste Staffel wird, glaube ich, das Lager wird ganz krank, was wir bauen werden. Das wird riesig. Wie sieht man, wenn man sich einfach von Jahr zu Jahr noch steigert. Es geht auch vor allem immer, ne? Das ist so krass. Wenn ich mich zurückerinnere, Staffel 1, Staffel 2, Staffel 1 vor allem, da hat überhaupt gar keine Farm existiert, außer, glaube ich, automatische Melonenfarm, wo dann alle von gegessen haben. Jo. Weißt du? Da, wenn jemand mir jetzt sagt, du brauchst Melonen zum Essen, würde ich die ablehnen und nicht nehmen. Ja eben, Melonen sind ja total ineffizient, geben dir zwei Hunger oder irgendwie sowas. Ja, oder sogar nur eine Keule, glaube ich. Ja, also zwei Hunger, also zwei halbe Keulen. Achso, ja, stimmt, genau, das ist ja ein Hunger, ist ja eine halbe Keule. Genau. Deswegen jedes Jahr wird immer krasser. Ja, finde ich aber gut. Beziehungsweise ja, erhöht ein bisschen den Leistungsdruck. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns wieder in einem nächsten Video. Bis dann und ciao, ciao.